Houston, wir haben ein Problem. Meine Maus funktioniert irgendwie gerade gar nicht mehr. Hehe, fuck. Okay, das ist jetzt echt scheiße. Das ist jetzt ein Problem. Ich mach's jetzt gerade mit dem Touchpad. Aber, scheiße. Hier! Hallo? Also ich weiß nicht. Die Batterien sind voll. Moment, drücken wir mal auf Connect. Ich glaube, jetzt ist gerade der Empfänger von der Maus. Habt ihr das gehört? Ich ziehe den gerade mal raus. Ich glaube, der... Oh, oh, ja. Der lässt langsam auseinander. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein! Was? Ich habe das Ding doch gar nicht rausgezogen. Ich habe das gerade eben erst reingesteckt. Verdammt. Ah! Ah, Gott. Vorwärts! Okay, alles gut. Vernichtet sie! Also wir arbeiten uns jetzt weiter Stück für Stück nach vorne und jetzt... Das ist einfach so klasse, wie die hier halt immer 1000 Viecher noch beschwören. Sofort! Und durch dieses Heckmeck haben wir genügend Sachen, damit wir mal den Titan beschwören können. Ja. Aber ansonsten geht's mir. Wie man sieht, gibt es keine Probleme. In die Schlacht! Was wollen die? Ein ehrloser Hinterhalt. Es wird hier jetzt auch ein drittes Set-On für Spellforce 2 kommen. Schnell! In die Schlacht! Es kommt, glaube ich, sogar jetzt schon im Oktober raus. Ich bin mir gar nicht sicher. Au! Oh, das war so klar. Bringen wir es zu Ende. Und, ja, da bin ich mal gespannt drauf, weil das zweite Add-on Faith in Destiny, was ja noch unter Joe Wood entstand, bevor sie pleite ging. Beziehungsweise sie ging währenddessen pleite. Ist gelinde gesagt... also jetzt ganz positiv ausgedrückt... nicht so toll. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich scheiße sogar. Weil es... Schnell! Also es fängt schon mal mit dem Anfang an. Der Tod ist nur der Anfang. Ich hab's auch nicht durchgespielt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ja. Folgt mir. War das jetzt nicht so, dass ich... Für die Ehre. Oh, geil. Also, das hat mich irgendwie nicht so wirklich gefesselt. Warum? Nein! Was ist jetzt los? Silbern glitzert der Tod. Auf meinen Befehl. Hier. Weil... also der Anfang war schon mal so... Wenn man sich den Charakter erstellt, dann kann man sich nur einen... Ein ehrloser Hinterhalt. Mann erstellen. Und das ist ja schon irgendwie... Folgt mir! Komisch, also es ändert jetzt nichts am... Mir nach! Spielspaß so gesehen, aber es ist halt... etwas... komisch. Wenn man die Spellforce-Reihe kennt, dann weiß man ja, man kann immer zwischen Mann und Frau wählen. Und die sind eigentlich immer echt gut vertont. Und ja, die haben es einfach nicht... Die haben... Faith in Destiny einfach nicht fertig gekriegt. Und deswegen fehlt einfach mal komplett der weibliche Charakter. Was einfach
schade ist. Und vorwärts! Es ist ja immer kacke, wenn Spiel nicht komplett gemacht wird. Also das hat man ja auch schon an. Star Wars Knights of the Republic The Sith Lords gesehen. Also eigentlich ein cooles Spiel, aber wenn man sich dann anschaut, wie viel da gelöscht wurde, beziehungsweise rausgeschnitten wurde, weil LucasArts so auf die auf den Release so gesehen gedrängt haben, dann blutet einem das Herz. Sofort. Jetzt. Alter, ich will ihn angreifen. Für die Freiheit. Aber es gibt ja inzwischen. Ah, oh, jetzt kommen wieder welche aus der Höhle, ne? Es gibt ja den. The Sith Lord Restored Content Mod. In die Flacht. Der. Den Großteil der des rausgeschnittenen Inhalts wieder mir nach herstellt. Und das ist ja echt cool. Und die Festung ist verschlossen. Ist jetzt ein bisschen blöd. Vorwärts! Wir sollten die Umgebung nach einem anderen Weg in die Feste absuchen. Nicht der Stadt. Und hier haben wir die Hier kommt euer Untergang. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt creepy. Geht's los? In einer ganz komischen Art sexy oder was auch immer finden soll. Die Titanen, beziehungsweise der Titan, der Dunkelelfen. Eine Frau. Ne, es ist Quelak! Ja. Frau mit Spinne als Unterkörper. Man muss doch sagen. Zum Verwechseln ähnlich. Eins, zwei, ich ein Level 70 Epic. Kennt ihr das Lied von Jan Hegenberg? Todesritter? Das ist ganz lustig. Obwohl ich kein World of Warcraft Zocker bin. Finde ich echt so cool irgendwie. Was aber auch an den Grouts liegt. Also. Die sind nämlich echt gut. Ja gut, nee, nicht echt gut, aber die sind nicht so übel. So, wen haben wir denn hier? Drakon Scheintal, ach. Was machen denn die Norkain hier? Vorsicht! Gut, irgendwie haben sie schon ihre Berechtigung. Ich meine, das sind ja alles ihre alten Festungen, aber trotzdem irgendwie... Ihr solltet hier nicht sein. Wir latschen da. Achso. Wir latschen da. Achso. Einer, wie er im Forum steht, wie ungefällt. Ich war mutig und stark. Ich hielt lichtig durch den Hammer. Doch Schaden machte ich nicht. Doch dann kam alles anders. Jetzt ist alles anders. Was kann denn Drakon Scheintal auch sagen? Ihr dürft hier nicht rasten. Das Portal führt ins Innere einer der Festungen. Das sollte euch einen Vorteil verschaffen. Ihr müsst weiter. Zuerst sollte ich mich um euch kümmern. Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr müsst weiter. Die Kreaturen... Sie sind fort. Ihr seid in Sicherheit, Norkain. Nehmt meinen Dank. Auch wenn mein Leben dennoch verwirkt ist. Wovon sprecht ihr? Das ist meine Sache. Euch Lichtbetern ist nicht zu trauen. Nehmen wir mal eins. Bitte, erzählt. Ihr könnt mir vertrauen. Ihr Lichtbeter seid schwach. Seht euch doch an. Stiefelgeleck und Anbiederei sind eure Tugenden. Haltet Frieden, ich will euch nur helfen. Wer will schon Hilfe von einem schwafelnden Bettler? Lieber höre ich meinen eigenen Todesschrei als solche Honigklänge. Fort mit euch! Fuck! Fuck! Nee! Was gibt es? Ich rette euer Leben und ihr beleidigt mich? Euch Lichtbeter kann man nicht beleidigen.
Ihr seid so niedrig, dass jedes Wort eines Norcane ein Lob für euch ist. Ich kann mich gar nicht an diese Stelle erinnern. Ich habe euch gerettet, Dunkelelf. Euer Leben gehört mir. Und ich kann es euch ebenso wieder nehmen. Jetzt und hier. Ah, ein Kämpfer. Gut. Ihr habt nicht zu entscheiden, ob ich gut oder schlecht bin, Milchhaut. Und sprecht nicht in Andeutungen. Ich sehe, ihr seid vom wahren Geist. Hört zu. Ich bringe schlechte Kunde aus den Landen der Norcane. Unser Volk richtet sich selbst zugrunde. Eine neue Macht breitet sich unter den Archonen aus. Eine Macht, die widernatürlich ist. Nicht von dieser Welt. Viele erfreut dieses Geschenk. Und sie bereiten schon neue Feldzüge gegen das Licht vor. Aber andere, so wie ich, sehen mit Sorge, wie die Seele der Norcane dadurch verdorben wird. Unser Volk zerbricht. Die Kaste der Drakon hat sich erhoben. Aber wir sind zu wenige. Die Norcane brauchen jetzt einen starken Anführer. Einen, der sie wieder zusammenführt. Deshalb bin ich hier. Ich suche Kraik Unschalach, den letzten wahren Drakon. Er muss heimkehren und unser Volk von diesem Einfluss befreien. Aber der Maskierte hat ihn aus Chaldun entführt und irgendwo in den Süden Xus verschleppt. Nun suche ich ihn, um ihm das Siegel der Norcane zu bringen, das Zeichen der obersten Herrschaft. Mit diesem Siegel wird er zum rechtmäßigen Führer der Dunkelelfen. Wenn der Maskierte Kraik in den Dschungel gebracht hat, dann werdet ihr scheitern. Alleine kommt ihr nie dorthin. Ja, das erkenne ich jetzt. Ich bin zu schwach. Die Wunden, die meine Brüder mir geschlagen haben, wollen nicht heilen. Ich kann nicht mehr weiter. Mein Weg führt nach Süden. Ich werde versuchen, Kraik zu finden. Er ist ein Drakon. Ein großer Kämpfer. Ihr erkennt ihn. Ich kenne Kraik. Sollte er noch leben, werde ich ihn finden. Ihr kennt ihn? Dann nimmt das Siegel der Norcane. Bringt es ihm. Sagt ihm, dass er heimkehren soll. Sagt ihm, er soll seinen rechtmäßigen Platz einnehmen und unser Volk von den Fremden befreien. Was geschieht mit euch? Ich bin schon tot, Runenkrieger. Mein Wille hält mich am Leben, aber die Wunden sind zu tief. Ich werde hier mein Grab finden. Ich werde zu Nor für euch beten. Ich verstehe. Lebt wohl, Norcane. Lebt wohl. Nor sei mit euch. Was war das? Habt ihr das gehört? Da! Die Häscher haben mich gefunden! Macht euch bereit zum Kampf! Was? Oh! Nicht cool! So, jetzt kämpfen wir ein bisschen schneller hier. Diese Nebenquest, warte, wie heißt sie denn? Der letzte Drakon bildet auch schon den Übergang zum nächsten Teil. Also so viel kann ich schon sagen. Ohne zu spoilern. Ja, ihr habt mich geschaut. Oh mein Gott, mach nicht Schaden! Heilige! Falsch! Oh mein Gott! Hilfe! Lauf! 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 Oh mein Gott, die machen ja richtig Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Armee! Kämpft. Beschützt mich! Auf mein Zeichen! Hier! Sofort! Für die Freiheit! Oh mein Gott! Ich halte mich zurück. Die dürfen das mal machen. Oh mein Gott. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Nee, du sollst da nicht kämpfen. Du sollst da nicht kämpfen. Auch gut.
du warst zu teuer. Was wie Asche bei mir aus. Ach. Alter. Nor wird uns rächen. Das sind ja One-Hitter. Das ist sowas von nicht mehr feierlich. Ein feiger Angriff. Stufe 40 sind die auch. Kein Wunder, ich bin ja selber noch nicht. Alter, Alter. Auch gut. Das ist echt nicht mehr cool. Ah, falsch, Beine. Falsch, die wollte ich nicht. Wo ist meine Keule? Die sollen weggehen. Auf meinem Befehl. Yay! Vorwärts. Wir haben es geschafft, mit Betonung auf mich, mir. Ne? Okay. So, und jetzt gehen wir mal das zum Portal zur inneren Festung. So. Und dieser Ort ist jetzt verdammt heftig. Gehäuteter Held. Wir müssen jetzt einen Weg hier durchfinden zu solchen Schaltern. Da ist noch einer. Ohne dass uns die gehäuteten Helden finden. Denn. Ich speichere lieber mal. Diese gehäuteten Helden machen enorm viel Schaden. Also so richtig eklig. Nur enorm viel. Verdammt. Das Wohnzimmer wird tatsächlich knapp. Ihr wollt mich verarschen! Hier sind riesige Vorkommen. Ja, die gehäuteten Helden werden aggressiv, wenn wir denen zu nahe kommen. Und die sind Level 50. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie es war. Ich glaube, es war sogar so. Dass die... Ich weiß gar nicht, ob die zu den Dingern hingehen. Oh, tut mir nichts. Ich glaube, die kommen dann auch später alle an und wollen uns umbringen. Ein alter rostiger Hebel. Den Hebel umlegen. Ein Knirschen ist fies im Fels zu hören. Ein Tor innerhalb der Festung öffnet sich. Und wir gucken. Diese beiden Tore sind es schon mal nicht. Und dieses Tor ist es auch nicht. Hurra. Der müsste jetzt einmal weggehen. Und der auch gleich. Warte, wo muss ich denn... Oh Gott! Ich muss da oben noch lang. Ich hab Angst, ich hasse diesen Ort. Na, wisst ihr was? Wir speichern jetzt und dann war's es erstmal für diese Aufnahme. Mir tun nämlich langsam die Ohren weh und ich bin durstig. Ja. Also dann, bleibt so wie ihr seid.